Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI Konsolenmission. Ganz genau, und ja, wir waren beim letzten Mal hier in der, lass mich lügen, in der fünften Konsolenmission, tatsächlich. Und genau, wir legen direkt los, Luftangriff auf den Obelisken da. Und genau, haben hier diese kleine Basis beim letzten Mal platt gemacht. Und Mammutpanzerarmee aufgebaut. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Ich könnte den jetzt verkaufen, aber nee, Leute. Nee. So, dann gehst du nochmal bitte auf die Werkstatt drauf und dann baue ich erstmal einen neuen. Dann habe ich den Ionenschlag, den knall ich mal auf diese Energie. Genau. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Command & Conquer Remaster. Hier an diesem Sonntagabend tatsächlich. Liebe Leute. Ja, es ist heute ein bisschen später geworden als sonst mit der Aufnahmesession. Ja, das ist halt manchmal so, ne? Und wenn die Aufnahme dann verspätet ist, ja, ist immer blöd, aber ich muss dann halt die Aufnahme aufteilen. Na, dass ich jetzt zum Beispiel Command & Conquer heute aufnehme und Dino Crisis 2 dann morgen. Genau, ach, da kommt er schon mit dem Hubschrauber. Nein. Zwei Hubschrauber, oh mein Gott. Okay, Turm. Turm hier, so, los, mach die Hubschrauber platt. Danke. Sehr schönes Teamwork, Leute. Und ja, wie gesagt, dann nehme ich heute nur Command & Conquer auf. Hat auch mal was. Von daher, ja. Kriegen wir hin, würde ich sagen. So, wir waren beim letzten Mal dabei. Beziehungsweise, ich wollte beim letzten Mal die Karte weiter erkunden. Das mache ich jetzt in dem Fall. Und die Maus, die hängt manchmal ein bisschen nach. Das gefällt mir irgendwie gerade nicht. Der hat keine Energie. Ha, wie geil, der hat keine Energie. Haha. Ja, so muss das natürlich sein, Leute. Ha, geil. Der Typ hat keine Energie für die Obelisken. Oh, Hammer, Leute. Ja, toll, danke. Penner. So. Sehr gut. Können wir Orcas bauen? Könnten wir. Aber wozu? Der hat ja tausende Flachs stehen. Brauche ich eher nicht, Leute. So, aber mit einem Luftangriff, den kann ich da erstmal da reinschmeißen. Warum eigentlich nicht so? Bam. Schon mal ordentlich einen Schaden angerichtet. So, liebe Leute, dann. Oh, Maus. Och, ich habe ja schon einige. Ich würde sagen, das reicht sogar schon. So, mach die Artillerie da weg. Das reicht sogar schon. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich noch einen Siedler bauen. Genau, dann können wir direkt angreifen. Genau. Können wir direkt angreifen gehen hier. So. Mit meiner schönen Mammutpanzerarmee. Und ja, da der jetzt keine Energie mehr hat. Wobei der hat noch. Ich mach das Ding trotzdem mal weg. Man kann nie sicher gehen, ne? Man kann sich nie sicher sein. So, oh, jetzt alle über diese kleine Brücke hier. Schau ich das an. Alle der Reihe nach hier. So. Alle schön der Reihe nach. Sehr gut, macht ihr das. Diesmal sind die nicht so blöd wie beim letzten Mal, wo wir einfach hier durch den Gegner fahren. Diesmal nicht, Leute. Wie viele sind denn das? Das sind immerhin 14 Mammuts. Ja, kann man mal machen, würde ich sagen. Gut, liebe Leute, dann. Und ja, willkommen aus dem Gebiet der Ausgangssperre ab 21 Uhr. Es ist total beknackt, ey. Deswegen habe ich auch jetzt das Fenster auf. Es ist heute zum ersten Mal richtig warm in diesem Jahr hier. Und ja, da kann man schon mal das Fenster aufmachen. Abends um 10 Uhr. Ist ja auch keiner mehr draußen, der uns hier die Aufnahme ruinieren könnte. Das Einzige, was noch passieren könnte, wäre halt Krankenwagen.
Das kennt man ja, ne? Wenn man aufnimmt und dann die Krankenwagen draußen herfahren, ja, das kennt man ja. Gut, bevor ich allerdings angreife, nehme ich mal einen Luftangriff und mach mal die Einheiten da platt. So, dann kann ich jetzt angreifen. Mit meiner Armee hier. So, zack. Putz. Und weiter geht's hier. Und putz. So, wunderbar. Dann können wir uns jetzt hier durchfressen, liebe Leute. Dann können wir uns hier durchfressen. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir ja in der heutigen Mission. Oh, Ruckel. Ach du Kacke. Was wollte ich sagen? Vielleicht schaffen wir in der heutigen Mission die Konsolenmission, die GDI, fertig. Das kann sogar sehr gut sein. Ach du Scheiße, aber nicht, wenn das so ruckelt, Leute. Schaut euch das an, ey. Ah, das ist bestimmt wieder irgendein Avira-Prozess. Es tut mir leid, dass es jetzt so hängt. Er verkauft alles. So. Hauptsache die Flachs, die lässt da stehen, ne? Das ist doch bescheuert, ey. Echt. Ja, mach den auch platt. So. Und, ja, was haben wir da drin? Wir müssen einfach nur alles platt machen, ne? Versuche und Zerstörung der Biochemieanlage. Oha. Leute. Biochemieanlage. Okay. Oh, da ist ein Tarnpanzer. Oh, okay, wartet mal, ich speichere das mal lieber. Mission 5 Konsole. So, dann hier drauf da. Los. Und Batz. Ach, das war schon. Wir müssen nur das Ding platt machen. Na ja, gut. Oh, eine Konsolenkatzin. Pixel Power. Oh Mann. Das war ja echt übelst verpixelt. Okay. Hauptsache 148 Nordis platt gemacht, ey. Na gut, wenn ich gedacht hätte, dass es nur noch 6 Minuten dauert, oder 7 Minuten dauert, die müssen wir eigentlich beim letzten Mal noch gemacht. Aber gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, Bonusgalerie. Was ist das denn? Eine Konkurrent 3D-Konsole, Gameplay der Mission X16Y42, DDI 1. 1999 wurden einige bemerkenswerte Änderungen vorgenommen, die durch die C&C ein 3D-Format bekam und auf Konsole spielbar wurde. Das sieht aber komisch aus, muss ich sagen. Sieht verdammt komisch aus. Aber ich glaube, das war... Das sieht voll interessant aus. Kenne ich gar nicht, diese Version. Cool. Leute, cool. Okay, haben wir hier noch irgendwas Neues? Haben wir hier noch irgendwas Neues? Ich habe doch gerade eben 3 Stück angezeigt. Hier, das? Nee. Das hier? Nee, wartet mal. Das hier? Was? Ah, freischaltbare Belohnung. Info zum Briefing der Mission, exklusiv aus Konsole. Interessant, Leute, interessant. Das gleiche nochmal für Not. Genau. Hier ist aber noch eine. Hier ist noch eine. Wartet mal. Ich muss mal alles mal durchblättern hier. Mal gucken, ob wir das irgendwo noch... Nee. Irgendwo hier ist noch eine, die ich noch nicht angeklickt habe. Nicht, dass ich die jetzt alle durchklicken muss. Ah, nee. Okay, liebe Leute. Gut. Dann Missionsauswahl, Konsole. Tatsächlich. Die letzte Konsolenmission. Wir schaffen es heute. Cool. Okay, liebe Leute. Unser Top-Kommando wurde von Nocktruppen abgefangen und wir müssen an seine Informationen gelangen. Er wird in einem gut befestigten Technologiecenter festgehalten. Bringen Sie dort um jeden Preis einen Invasor rein. Im gesamten Gebiet sind Nocktruppen verteilt. Also wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis man sie entdeckt. Oh. Okay. Das heißt, wir müssen uns schnell hier aufbauen. Eine Cutscene sogar. Okay. Konsolen-Cutscene. Ja, okay. Ich hab's ja verstanden. Verstärkungen sind eingetroffen. Das war das Mission Briefing hier. Okay.
Okay, nur eine Frage der Zeit, bis man uns entdeckt. Warte mal, die Karte kenne ich doch irgendwo her. Oh, 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 scheiße. Gummipanzer. Ja gut, aber die kriegen wir. So, da muss ich mir jetzt aber mal einen guten Platz suchen für meine Basis hier. Es kann ja nicht sein, dass wir nur hier... Down ist Tiberium, okay. Dass wir hier nur so einen Mini-Platz haben. Aber ich glaube, das reicht. Das hier reicht. Dann Bau auf und Kraftwerk. Dann machen wir mal weiter, Leute. Die letzte Konsolenmission. Oh mein Gott. Oh! Oh! Fuck. Okay. Scheiße. Hat er mir direkt meinen Panzer abgeschwächt hier. Oh Mann. Ach, da ist auch Tiberium. Ja gut, ich stell's trotzdem mal hier unten hin. Mal gucken. Mal gucken, ob wir hier das für uns haben, das Gebiet. Wahrscheinlich wieder nicht, ey. Was ist das für ein Soundtrack? Ah gut, dann bauen noch die andere dahin. So. Du sammelst du mal bitte da vorne. Genau, und dann können wir uns schon weiter aufbauen hier. Und, ja. Liebe Leute, dann läuft das doch. Die letzte Konsolenmission, da kommt ein Gummipanzer. So, wir haben nicht viel Zeit wohl hier. Guck mal hier. Da ist ein Durchgang. Absichern, Leute. Ganz dringend absichern. Wenn der Gegner uns, glaube ich, hier entdeckt. Ach du Scheiße. Gummipanzer. Oh Mann, Leute. Könnt ihr mal bitte aufhören? Ich würde mich ganz gerne erstmal aufbauen. Was soll denn das hier? Hey, 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 hey. Soll ja nun nicht hier. So. Und bam. So. Sehr gut. Sehr, sehr schön, liebe Leute. Dann können wir uns hier aufbauen. Jawohl. Und, ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das kommt mal, da kommt der Conquer Remaster. Mein Rekordprojekt hier. Folge 131, ey. Meine Fresse, das ist schon ordentlich. Aber gut, es ist halt ein langes Let's Play. Was soll ich da machen, ne? So, dann bauen wir bitte Befestigungstürme. Und ein Jeep, bitte. Einmal Wüstenjäger. Ja. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier tatsächlich unentdeckt bleiben. Achso, da ist mein Jeep. Der kann schon mal nach da oben. So, dann verteidigt. Dann bunker ich mich mal hier ein. So. Bunker ich mich mal ein bisschen ein und erkunde die Karte mal. Die Karte kommt mir irgendwie bekannt vor, sagt mal. Die Karte kommt mir echt bekannt vor. Oh, oh. Was ist das denn da? Eine Raffinerie. Eine Raffinerie und Energie. Och, schaut mal hier. Eine kleine Notbasis oder was? Ja, danke. Da ist auf jeden Fall eine kleine Notbasis da oben. Okay. Interessant, Leute. Verdammt interessant da, ja. Gut, aber da ist ja nichts drin eigentlich, ne? Da kann man eigentlich mit dem Invasor reingehen und die Sachen einnehmen. Der ist schön verbrannt, sehr gut. So, oh, das wächst gar nicht nach hier, okay. Die Kohle, die wächst gar nicht hier nach. Okay, wartet mal, dann brauche ich mal eine Werkstatt. Ah, meine Uhr ist oben wieder. Hey, kannst du nicht? Du kannst nicht helfen? Okay, ja gut, dann. Da schafft der Turm auch alleine. Timer 14 Minuten, bitte. So. Sehr gut. Sehr schön, Leute. Da kommt er mit Artillerie angeschissen. Ja, kann er versuchen. So, Leute. Was brauche ich denn noch? Dann brauche ich eigentlich schon gar nichts mehr, ne? Die Orcas. Ja, der hat da wieder zwei Flaggen stehen. Das kann ich wieder vergessen. Schade eigentlich, ne?
Kommunikationszentrale kann ich aber bauen. Das werde ich machen. Und dann da gleich da links dann noch ein Turmtürmchen hinbauen hier. So, dann haben wir es auch schon. So, the Act of Instinct. Jawohl, Leute. Mein Lieblingssoundtrack. Genau. So, Leute, wo geht der eigentlich sammeln? Hier hinten, okay. Der sammelt also hier hinten alles weg. Okay. Kann ich mir da... Oh, stopp. Ah, verdammt. Tschüss, Jeep. Danke. Danke für deine Dienste. Shit, ey. So, dann verdickt das. Ja, ich weiß. So, das Radar kommt direkt wieder und... scheiße. Meine Energie ist weg. Meine Energie ist weg. Okay. Gut. Dann gehe ich aber mit dem Medikament erkunden. Ja, das habe ich vergessen, dass das Ding so viel Energie braucht, ey. Na, verständlich, genau. Genau, Leute. So, zack. Und alles reparieren. So, dann können wir ja die mal hier reinschicken und noch einen Raketenturm bauen. Und dann haben wir unsere Basis schon fertig. Oh Mann, ey, ich hasse diese scheiß Obelisken. Ja, nimm mir ruhig zwei auf einmal weg, du Sack, ey. Echt. Und alles mit Flachs abgesichert. Sonst könnte ich hier wunderbar Orcas bauen. Aber der Typ muss ja alles absichern. So, wir haben auf jeden Fall einen Raketenwerfer. Das ist nicht schlecht. Wir brauchen ein Bio... ein Technologiecenter. Ich kann nicht erkunden, das ist der Blöde hier dran. Wartet mal. Hier oben diese Basis, die könnte ich mir theoretisch einnehmen, aber... wozu? Da kann man auch einfach drüber rollen gleich. Ich glaube, die brauche ich nicht. Einnehmen, die Basis. Wir machen es ja sowieso immer so. Drüber rollen ist immer die beste Taktik, finde ich hier. Ach du Scheiße, okay. Gut. Dann einfach weiter erkunden. Hier ist auch noch ein Tiberiumfeld. Oh Mann, jetzt kommt er hier mit seinen Motorrädern auch noch an. Oh! Seine Basis ist ungesichert. Hier unten zumindest. Okay, und der hat leider einen Tempel von Nott hier. Das ist uncool. Wartet mal, ich speichere das mal. Ja, Mission 8. Konsole. So. Das gefällt mir gar nicht, dass er da einen Tempel hat, der Sack. So. Einfach weiterbauen. Meine Verteidigung steht nämlich. Kann man hier... Und hier nicht? Kein? Na gut, nee, geht nicht. So. Das heißt, ich weiß schon mal, wo seine Basis ist. Ich könnte es ja hier unten nochmal rein versuchen, ne? Da reinzufahren gleich, aber... Ah, die Kohle wächst doch nach. Konstruktion fertig. Ist der Blütenbaum gerade nachgewachsen? Kann das sein? Was anderes kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber gut. Gut, Leute, dann kann ich ja mit diesem Angriff... Ja, ich habe noch 9 Minuten sogar. Ich habe noch so viel Zeit. Ne? Kann ich mit diesem Angriff eigentlich schon mal da oben diese Basis platt machen? Na. Genau. Wartet mal, da ist der Ionenwerfer. Schafft der den Sammler auf Anhieb? Ah! Schade, fast, Leute, fast. Okay, egal. Dann fahren wir mal da hoch und machen den mal platt hier los. Da hat er auch keine Silos und nix. Nicht in die Reichweite der Türme. Besonders nicht der Raketenwerfer. So, Leute. Und hier den kaputt machen, los. Kaputt machen. Kaputt machen. Kaputt machen, so, sehr gut.
Damit der nicht nur noch wegfährt. Genau. Jetzt kommt er mit Motorrädern angeschissen. Na geil. Jetzt kommt er mit Motorrädern angeschissen. Oh, und auch mit Gummipanzern. Okay. Hat's mal wieder auf meine Raketenwerfer hier abgesehen. Ja. Der hat's mal wieder auf meine Raketenwerfer abgesehen hier. So, mach die weg, die Kacke da. So, bam und hier bam. So. Hey, hey, hallo. Der überlebt, das geht gar nicht hier. So. Und ja, erzählt mal so, wie es euch so geht, liebe Leute. Wie gesagt, mir geht's sehr gut. Und ja. Schauen wir mal, wie sich das jetzt noch hier weiterentwickelt mit der Mission. So, der kommt jetzt mit ganz schönem Geschiss hier angeschissen, ne? So, und bam. Und bam. Da hinten der. Der Gummipanzer. So, dann bauen wir weiter, Mammus. So, bam. Bam. Sehr schön, Leute. Ach, ist das geil. Da ist das geil, wenn wir hier Fortschritt haben, ey. Ist immer ein geiles Gefühl im Spielen. Wenn man Fortschritt hat, das ist richtig gut. Ja. Bam. Gut, dann werde ich hier unten gleich reingehen. Oh, bam, hier. So. Dann gehe ich mal bitte reparieren. Ich speichere das Ding nochmal. Bevor der gleich seine Atombombe hier reinschmeißt. Das will ich nämlich nicht. So. Ja, wenn kann ich gleich hier unten reinmarschieren, ne? Da muss ich gar nicht hier oben her. Weil das mit den beiden, Obelisten, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So. Einen Moment. So, da bin ich wieder. ja, kurze Pause gemacht. Ich habe das Spiel lief tatsächlich ein bisschen weiter gerade. Was passiert ist, der Gegner, der hat seinen Sammler hierhin geschickt. Was ich sehr, sehr gütig von ihm finde. Und, genau. Dann können wir jetzt eigentlich weiterbauen. So, liebe Leute. Und, ja, musste kurze Pause machen. Ja, wir haben jetzt noch 5 Minuten in dieser Folge. Ja, die kann ich noch nutzen, um so ein paar Mammuts zu bauen hier vielleicht. Und dann, ach, dann reicht das, denke ich mal, auch schon. Der hat ja hier nix. Ne, der hat ja da nix. Dann reicht das schon, Leute. So, dann sammelt euch mal da hinten, bitte. Und, ja, während die da hinfahren, trinke ich mal ein bisschen was. Wasserglück ab, Bio-Apfel-Limette. Das leckerste Fruchtwasser, was ich je getrunken habe, ey. Bio-Wasserglück. So, liebe Leute, dann. Hat mal hier runter. Dann haben wir jetzt noch 4,5 Minuten. Ich glaube, ich kann damit noch ein bisschen hier den Sammler zumindest platt machen. Mit der Zeit. Und was machst du da? Ach so, okay. Da ist kein Geld mehr. Dann geht mal hier hinten sammeln. Dann braucht ihr da eure Zeit nicht zu verschwenden. So, aber was meinten die? Von wegen entdeckt werden. Oh, seht ihr das? Aha, ich wusste es, dass der hier ankommt. Weil so viel hatte der Gegner hier gar nicht gehabt, dass ich da irgendwie Angst kriegen müsste oder so. Pff, nö. Eigentlich nicht, der ist doch komplett leer hier. Hallo? So, das ist der Ionenwerfer. Ich speichere das Ding nochmal. So, da haben wir noch 3 Minuten. Und da können wir die vielleicht sogar, ja, ich weiß es nicht, platt machen? Keine Ahnung. Wir können zumindest ihn mal überfallen. Der fliegt hier mit seinen Antonovs rum, schaut mal. Oh, bam. Oh, bam hier. Oh nein! Ach! Scheiß Sammler. Ja gut, egal, dann macht ihn halt kaputt. So, dann macht ihn halt kaputt. Toll, kann ich den Sammler nachbauen. Ganz toll. Leute, ganz toll. Ah, gut. Ja, die fahren immer da. Daher, okay. Ja, dann. Dann überfalle ich ihn jetzt noch. Er baut die Energie tatsächlich nicht nach. Das ist höchst interessant. So, macht diesen scheiß Tempel platt.
Bevor ihr eine Atombombe abschmeißt hier. Los! Er hat die verkauft. Wie geil. Er hat ihn verkauft. Okay. Okay, Leute. jo. Der Sammler ist nachgebaut. Und der baut den Turm nicht nach. Sehr schön. Der baut den Turm nicht nach. Ja, vielleicht, keine Ahnung, schaffen wir die Mission sogar noch. Wer weiß. Da, dann hier, komm. Da. Und Bots. Sehr schön. Mach die Mannequin platt hier, los. Wir haben einen Raketenwerfer für die Mannequin. So, Leute. Dann von innen heraus. Einfach durchfressen hier. Und da hat er sogar noch einen Sammler da. Die funktionieren noch? Warum funktionieren die noch? Der hat noch eine Basis irgendwo. Okay, Leute, okay. Der hat noch eine Basis. Der hat leider noch eine Basis. Aber, ah! Da muss ein Invasor rein. Okay, das versuche ich noch. Das versuche ich noch. Vielleicht war es das dann schon. Oh nein. Hier, mach die Scheiße weg. Los. Genau, schieß auf die Mannequin. Dankeschön. So, jetzt hier, schieß doch drauf. Oder verkauf's, genau. Verkauf den Kack. Ist auch gut. Und bam, bam. Das Tech-Zentrum. Das müssen wir einnehmen. Wenn es das dann schon war, ne? Ernsthaft, ey, das wär's ja. In einer Folge. Das wäre es ja in einer Folge, Leute. Dann hätten wir die Mission in einer Folge geschafft. So, bam. Drei Sammler. Was will denn der jetzt mit drei Sammlern hier, ey? So, hier noch einer, komm. Oh Mann. Da kommt er auf jeden Fall mit Motorrädern an. Also, es kann sein, dass es dann nicht fertig ist hier, die Mission. Oder? Oh mein Gott, doch, sie ist fertig. Wie krass. Das ging schnell. Das ging schnell. Okay, liebe Leute, alles klar. Wir haben die letzte Konsolenmission in GDI fertig. Oh mein Gott. Wir sind also jetzt mit den Konsolenmissionen komplett durch. Mit dem Ausnahmezustand komplett durch. Dann werde ich als nächstes, liebe Leute, hier mit den Noddys nochmal anfangen. Und hier diese ganzen Missionen, die wir gar nicht hier gespielt haben. Mission 2, 3. Ja, das ist meine Uhr, ist okay. Ist okay. So. der Timer läuft noch, so. Genau, dann werde ich jetzt diese ganzen Missionen, wo noch Lücken sind. Lückenfüller quasi. werde ich die nochmal spielen. Genau. Schritt für Schritt. Aber erstmal nochmal die Bonusgalerie. Der hier. Was ist das denn? Computergrafik aus dem Ende der GDI-Kampagne. Exklusiv auf Konsole 1999. Sieht irgendwie aus wie N64 oder so, ne? Kann das sein? Das sieht tatsächlich aus wie N64-Grafik. Krass, Leute. Das ist so verpixelt, ne? Unglaublich, ey. Das ist so verpixelt. Naja, gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen und ja. Bis hier war ich, da geht's immer beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.